Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und die verlorene Zukunft. Im letzten Part haben wir hier auf dem Weg nach Chinatown Layman getroffen. Eine Person, der sich wie Professor Layton selber verkleidet, obwohl die Statur aber ganz anders ist. Und wir haben dann auch noch hier einen Geheimgang zur Abstellkammer im Casino gefunden. Ob das noch irgendeine Bedeutung haben wird? Vielleicht, keine Ahnung. Aber jetzt dann will ich mich noch erstmal kurz mit dem hier unterhalten, denn das haben wir im letzten Part noch nicht gemacht. Und du hast sogar ein Rätsel, sehr schön. Hardy. Hey da, kleiner Mann, weil er hier so richtig furchtbar langweilig zum Gute. Mir geht es gerade so. Woher diese Langeweile? Ach, ich habe wirklich rein gar nichts zu tun. Absolut nichts. Aber mit meinem Leben weiß ich eigentlich auch nichts anzufangen. Was? Wie meinen Sie das denn? Es ist eine Weile her. Da erzählte mir jemand, ich könnte schnell zu viel Geld kommen. Damals war ich arbeitslos, also dachte ich mir, wieso nicht? Klingt einleuchtend. Nicht wahr? Ich war auch glücklich mit meiner Entscheidung, bis es dann tatsächlich losging. Ich musste in einem stockfinsteren Stollen den lieben langen Tag Erde schippen. Ein Elend war das. Klingt ganz so, als ob der Lohn die Arbeit nicht wert war, was auch immer man ihnen erzahlen wollte. Das Schlimmste habe ich noch gar nicht erwähnt. Eines Tages gehe ich nach all der Maloche nach Hause. Aber ich finde nicht mehr zurück. So als wäre auf einmal alles umgebaut, umgestellt, verändert. Oh, das ist ja... Vielleicht sind sie ja genau wie wir durch die Zeit gereist. Wer? Wie? Was jetzt? Ich kann dir nicht folgen. Ich weiß nur, dass ich schon einige Zeit hier draußen bin. Der einzige Lichtblick in meinem verlorenen Dasein sind Rätsel. Hier eine kleine Kostprobe. Okay, das war jetzt seltsam. Ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit gedacht, dass jetzt dann gleich die Überleitung kommen würde, dass es entweder ein Rätsel in einem Stollen stattfindet oder dass wir ihm in dem Rätsel helfen müssten, heimzufinden oder sowas. Aber es kommt doch was ganz anderes. Also warum hat er uns jetzt gerade diese lange Geschichte da erzählt? Keine Ahnung. Rätsel 35, Ganggewusel für 40 Pikarat. Okay, es hat doch ein bisschen was damit zu tun. Alles klar. Ui, das sieht ja aus wie ein Ameisenbau. Jemand hat unterirdische, ineinander verschlängelte Gänge gegraben. Verbinde jeweils A mit A', B mit B' und C mit C', ohne einen Wegabschnitt zweimal zu passieren. Ah, okay. Für genau eine der Verbindungen ist der Weg einmal über die Erdoberfläche zu führen. Welche Verbindung ist gemeint? A, B oder C? Das ist ja interessant. Okay, ich dachte jetzt, das wäre einfach so total stupides Verbinden, was wir ja schon häufiger mal bei so Rätseln dieser Art hatten. Aber nee, ist es doch ein bisschen was anderes. Weil wir halt gucken müssen, bei welcher Verbindung wir da oben rumlaufen müssten. Okay. Ja, das wird dann nicht so einfach werden. Weil ich ja wirklich immer viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten habe, wie ich jetzt zum Beispiel eben von A nach A' komme. Okay. Ich kann mal vielleicht ganz kurz gucken und mir das schon mal im Kopf anschauen. Ich muss aber sagen, ich finde das jetzt schon nicht so einfach irgendwie. Nochmal, für genau eine der Verbindungen ist der Weg einmal über die Erdoberfläche zu führen. Okay, es ist tatsächlich so, wenn ich das schaffen will, dass ich jeden Buchstaben mit seiner Strichversion verbinde, dann gibt es genau einen der Buchstaben, Kombinationen, wo ich zwingend oben rumgehen muss, aber auch wirklich nur genau einen, nicht mehrere. Da frage ich mich auch gerade, wie das überhaupt sein kann. Weil ich das nämlich... So, also weil ich allein diese Tatsache schon sehr seltsam finde. Okay. Was mir auch gerade auffällt ist, das kann ich mir auch mal angucken. Also A und B kann ich miteinander verbinden. Hier so, ich meine, das bringt mir jetzt nicht viel, ich weiß schon, weil ich ja nicht A mit B verbinden soll. Aber das ist trotzdem schon mal ganz interessant zu wissen. Weil ich meine, vielleicht ist es ja so, dass ich C nicht mit denen verbinden kann. Aber doch, kann ich aber. Kann ich nämlich auch einfach dann hier entlang gehen. Also die kann ich schon mal alle untereinander verbinden, weil es hätte ja auch sein können, dass ich einen der Buchstaben nicht mit den anderen verbinden kann und dass der dementsprechend keine Kreuzung hat und dann könnte ich den sicher untenrum irgendwie führen. Und dann hätte ich das so irgendwie machen können, aber so einfach ist es dann doch nicht. Okay, ich werde es mal einfach probieren und meinem Kopf so ein bisschen die Verbindungen durchgehen und erstmal mir das für A angucken, dass ich dann gleich eine Verbindung von A nach A' erhalte. Gott. Ja, ich hätte jetzt eine. Das war aber keine so einfache Verbindung, finde ich. Ich werde es mal kurz einzeichnen. Dann hier so. Und dann hier so. Ja. Das würde funktionieren. Okay, okay. Was ich jetzt aber sehen kann, ist, dass ich jetzt natürlich C' zugebaut habe. Das stimmt natürlich. Okay, also da muss ich irgendwie... Boah, das ist aber echt nicht einfach, das Rätsel, finde ich.
Da muss ich irgendwie gucken, dass ich dann solche Stellen, wo ich dann nur noch zu einem der Buchstaben hinkommen kann, dass ich natürlich die mit den anderen Buchstaben nicht zubauen darf. Ja, also das heißt dann eben, dass wenn ich von A nach A' gehen will, dass ich dann nicht hier rüber laufen darf, weil ich ansonsten nicht mehr zu B komme, und ich darf aber auch nicht hier rüber laufen. Okay, ja, das okay, dann ich werde mal, glaube ich, andersrum machen. Ich werde mal von A' ausgehen. Und bei A' muss ich bedenken, dass A' nicht hierhin und auch nicht hierhin gehen darf. Okay. Ich werde es mal jetzt von A' aus machen. Und genau diese Kreuzungen darf ich mit von A' nach A nicht berühren, weil es ansonsten nicht mehr funktionieren wird. Okay. Dann gucken wir mal. Also am Anfang erstmal hier. Aber jetzt habe ich dann trotzdem schon verschiedene Wege zur Auswahl, die ich gehen könnte. Ja, das könnte ich auf jeden Fall schaffen, habe ich gerade gesehen. Ich kann nämlich hier, Moment, hier so entlang laufen. Dann hier so, dann hier. Nee, das war jetzt falsch. Nee, ich will hier entlang laufen. Ups. Und dann hier zu A. Das würde erst schon mal funktionieren. So, jetzt habe ich aber natürlich schon viele Wege hier weg, die ich jetzt für C oder auch B nicht mehr benutzen darf. Das ist echt schwer, weil ich auch noch nicht so ganz eine Vorstellung habe, wie ich an das Rätsel rangehen soll. Weil ich meine, es muss da irgendeine logische Erklärung dafür geben. Und ich finde es auch deswegen total interessant. Es muss irgendeine logische Erklärung dafür geben, warum es bei genau einer Buchstabenkombination zwingend erforderlich ist, obenrum zu gehen. Warum ist es genau eine? Und woran kann ich das erkennen? Das muss man irgendwo ran erkennen können. Ich weiß nur noch aktuell eben nicht genau wie. Wenn ich jetzt mal dann versuche, von C aus hinzugehen, also ich mache jetzt mal nochmal das bei C weg und bei C' auch. Das bei B lasse ich aber. Jetzt will ich von C zu C' gehen, aber ohne, dass ich einen von den Wegen doppelt nehme und ohne, dass ich bei den Kreuzungen direkt vor B und B' irgendwie vorbeikomme. So. Ja, das, Moment, das wird, glaube ich, schon noch gehen. Obwohl ich aber natürlich jetzt dann gleich bei B ein Problem hätte, weil ich meine, also wenn ich jetzt versuche, mit C, ich meine, das würde schon gehen, weil ich könnte mit C jetzt halt, ja, wenn ich das auch noch einzeichne, sehe ich halt auch gar nichts mehr. Ich könnte jetzt halt dann so nach, ich meine, ich muss sogar am Anfang nach rechts oben in die Nähe von B gehen. Und dann kurz vor der Kreuzung mit B, wo ich ja nicht entlang darf, gehe ich dann halt unten rum und dann da auf die linke Seite und dann komme ich da irgendwie zu C'. Dann ist aber B danach komplett eingebaut und dann kann ich da auch gar nichts mehr machen. Ja, okay, dann soll ich jetzt vielleicht eher von B aus anfangen, weil jetzt nämlich B ein paar weniger Optionen nur noch hat. Vielleicht ist mal eher so, also dann lasse ich mal C und C' und werde dann mal mir das von B aus angucken. Weil jetzt nämlich B, glaube ich, nicht mehr so viele Optionen hat. Weil ich muss ja am Anfang hier hin und jetzt den rechten Weg zu nehmen, macht eigentlich keinen Sinn. Weil ich da ja nur zu C komme. Ja, okay, aber wir können jetzt auf jeden Fall schon sehen, dass mit dieser Verbindung von A nach A', die ich jetzt schon eingezeichnet habe, dass wir damit große Probleme haben. Weil nämlich da A wirklich einiges zustellt. Und das kann, glaube ich, deswegen so nicht mehr funktionieren. Also, ich weiß nicht genau, ob das jetzt schon automatisch heißt, dass wir die A nach A' Verbindung irgendwie obenrum machen müssten. Das heißt es nicht unbedingt, weil ich kann ja auch von A nach A' irgendeinen komplett anderen Weg wählen. Das muss ja nicht derselbe sein, den ich gerade selber angezeichnet habe. Weil ich da eben auch ganz anders entlang laufen könnte. Weil ich könnte ja auch, weiß nicht genau, irgendwie hier so, boah, das ist aber, das ist schon immer noch alles sehr schwer. Das macht jetzt mal keinen Sinn. Wenn, dann muss ich hier nach unten. Okay, vielleicht kann ich mir das genauer angucken. Weil wenn ich mich von A nach A' will, muss ich, glaube ich, immer irgendwie hier unten vorbeikommen. Kann das sein, dass das anders nicht geht? Das können wir vielleicht mal angucken. Dass ich eben immer hier vorbeikommen muss, an der Stelle. Wenn ich von A' aus anfange, jetzt nochmal kurz. Boah, das ist aber schon, ist schon immer noch sehr schwer, weil man einfach so viele Optionen hat. Ja, nee, aber da muss ich eben nicht vorbei. Okay, also ich muss da nicht unbedingt dran vorbeikommen, wenn ich eben den rechten Weg nehme, den wir auch gerade eben gesehen haben. Aber wir haben ja gerade eben schon gesehen, dass der rechte Weg nicht funktionieren kann. Weil ich mir dann C und B irgendwie zustelle. Deswegen die einzige andere Option, die wir jetzt noch haben, ist, dass wir irgendwie über diesen Wegpunkt hier gehen. Ja, ich glaube, anders wird es nicht funktionieren.
Deswegen muss ich dann auch diese Schlangenlinien hier unten komplett zubauen. Und damit ich da überhaupt hinkomme, muss ich ja dann auch C' zubauen. Deswegen kann das dann nicht mehr funktionieren. Hätte ich gesagt. Ja. Ich bin mir jetzt immer noch nicht ganz sicher, muss ich zugeben, aber ich glaube eben ist es so, dass wenn ich A zu A', wenn ich das nicht über diese Kreuzung verbinden will, muss ich halt hier rechts rum irgendwie gehen, wie wir gerade eben den Weg angezeigt haben. Und dann kann ich es aber nicht mehr schaffen, C und B irgendwie hinzukriegen. Und selbst wenn C oder B noch rauslaufen dürfen, wird das glaube ich trotzdem nicht klappen, habe ich den Eindruck. Und wenn ich halt doch über diesen Wegpunkt hier gehe, dann mache ich halt hier unten komplett alles zu und dann komme ich auch zu C nicht mehr hin. Deswegen kann das auch nicht funktionieren. Ja. Das heißt, dass ich dann, wenn dann A, obenrum verbinden müsste. Das will ich jetzt mal kurz austesten, ob ich jetzt das noch schaffen kann, weil das ist schon wichtig, dass ich jetzt das noch hinkriege. Das ist, wie gesagt, echt nicht einfach, das Rätsel. So, wenn ich jetzt bei A obenrum gehe, am Anfang zum Beispiel gleich, also hier so, dann hat B schon noch genügend Optionen, da was zu machen. Und C sowieso. So, wo soll jetzt A rauskommen? Moment. Ja, schon ganz links, hätte ich gesagt. Und dann hier so. Und dann zu A'. So, hat da jetzt C noch genügend Möglichkeiten, irgendwas anzustellen? Du hast jetzt C-Arc eingebaut. Ja, schon irgendwie, ne? Muss man zugeben. Es wird auch funktionieren, weil mit C kann ich ja nämlich, also von C' aus, kann ich nämlich hier sowas machen. Und dann hier irgendwie entlang. Achso, aber B' klappt da jetzt nicht mehr. Stimmt, weil bei B'... Ach Mann, ey, das kann nicht wahr sein. Weil für B' muss ich mir ja das hier aufheben. Da darf ich ja nicht drüber. Ja, okay, aber das kann ich aber, glaube ich, trotzdem schaffen, weil kann ich nämlich mit A, also wenn ich nochmal von A aus oben rumgehe, kann ich da nicht einfach hier so entlang gehen? Das wird, glaube ich, auch funktionieren. Moment. Boah. Ey, das ist super schwierig, finde ich. Super schwierig. Ich muss gar nicht so weit gehen. Moment, ich kann ja... Ich mach's nochmal noch kurz weg. Also nicht hier rüber gehen. Moment. Das ist echt nicht einfach. So, ich kann ja nämlich gleich... Nee, das kann ich nicht. Okay, ich dachte, ich kann jetzt irgendeine frühere Abzweigung schon nehmen. Aber nee, kann ich nicht. Glaube ich. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist super schwer, finde ich. Das ist super schwer. Okay, nee, Moment. Es ist doch... Okay, Moment. Eine Sache. Ist, glaube ich, doch klüger, wenn ich bei A diesen Weg wieder reinnehme. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Weil ich nämlich dann... dann hier entlang gehen kann. Ja, aber jetzt mache ich... vor allem diese Stelle da unten, die regt mich so auf, weil das so ineinander verworren ist und ich da irgendwie nie gescheit sehen kann, was ich jetzt da eigentlich machen muss. Ich muss am besten das von A aus, A' aus auch schon ein bisschen verbinden. Also hier muss ich hinkommen. Und da ich ja von links kommen will, muss ich genauer gesagt irgendwie hier hinkommen. Das werde ich jetzt wohl hinkriegen, oder? Ja genau, nämlich einfach dann halt hier entlang und dann da nach unten. Okay. So. Und jetzt, boah, das ist so schwer, hä? Und jetzt habe ich da von C auch noch genügend Möglichkeiten, da nach rechts, oder von C' aus habe ich genügend Möglichkeiten, nach rechts zum C zu kommen. Vor allem auch ohne, dass ich hier drüber laufe. Oder hier, weil ich mir die noch aufheben muss. Ja. Ich will mir jetzt aber das auch noch kurz angucken. Boah, aber ich finde, das ist immer noch sehr schwer, weil ich halt immer noch verdammt viele Möglichkeiten habe, wie ich die verbinden könnte. Und das macht es echt nicht so einfach. Ich weiß nicht genau, ob ich doch vielleicht nicht einfach Tipps benutzen sollte, weil ich sitze jetzt ja auch schon ziemlich lange an dem Rätsel und ich will ja doch noch ein bisschen Fortschritt auch haben in diesem Part. Oder soll ich doch einfach A nehmen, weil also A ist am wahrscheinlichsten, finde ich. Das wäre immer noch ziemlich geraten. Muss ich zugeben. Oder soll ich mal einen Schnitt machen vielleicht? Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Das werde ich mal kurz machen. Ich mache mal einen Schnitt. Ich werde es mal noch kurz überlegen. Und gucken, ob ich jetzt dann mit diesem Weg bei A nach A', ob ich da jetzt dann noch B und C irgendwie auch hinkriegen kann. Okay, das werde ich kurz machen. Weil ich das eben noch, auch, weil ich es cool finde, auch gerne selber lösen will. Gut, also dann bis gleich.
Okay, ich habe was Neues gelernt. Und zwar erstmal, dass ich Farben benutzen sollte, wie ihr sehen könnt. Aber andererseits auch, dass dieser Weg bei A nach A' schlecht ist. Weil ich habe jetzt nämlich damit, glaube ich, schon verloren. Weil wenn ich jetzt von C aus starte, und ich möchte hier entlang gehen, dann bin ich hier überall in Sackgassen. Wenn ich nämlich diesen Weg hier weiter entlang laufe, komme ich zu einer Sackgasse. Hier. Und wenn ich diesen Weg entlang laufe, komme ich zu einer Sackgasse. Ich könnte noch diesen Weg hier entlang laufen. Aber da komme ich auch zu einer Sackgasse. Und bei dem oberen Weg, das würde ich theoretisch schaffen, aber dann würde ich B einengen und dann komme ich nicht mehr von B' nach B. Deswegen kann der Weg bei A schon gar nicht stimmen. Und der ist schon falsch. Also darf ich mir doch das noch weiter überlegen. Boah, das ist tatsächlich in sich das Rätsel. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, herausgefunden. Ich habe da jetzt noch eine halbe Stunde oder so dafür gebraucht. Ich habe aber keine Tipps benutzen müssen. Aber ich glaube, dass ich jetzt mit C die Lösung gefunden habe. Also C geht dann hier oben raus. Und dann klappt das alles. Ich habe das jetzt aber immer noch ohne eine bestimmte Strategie gemacht. Ich habe immer so versucht, so ein bisschen logisch vorzugehen. Ich habe mir halt auf jeden Fall die Punkte markiert, wo manche von den drei Buchstabenkombinationen zwingend drüber gehen müssen. Aber ansonsten habe ich mir da jetzt auch nicht so viele Gedanken gemacht und da jetzt ein bisschen rumprobiert einfach. Weil ich finde das echt sehr schwer, das Rätsel. Ich hoffe jetzt auch, dass ich da jetzt keinen Fehler gemacht habe. Das wäre ziemlich bitter, wenn jetzt all die Zeit umsonst gewesen wäre. Aber ich nehme mal jetzt C. Wie wäre es hiermit? Okay, puh, wenigstens das. Leightons Lehrling ist kein Rätsel zu schwer. So, krieg ich da jetzt auch eine coole Erklärung? Gut gefunden. Wenn du die Strecke von C nach C' über die Erdoberfläche führst, kannst du alle Verbindungen zustande bringen. Nee, nicht wirklich leider. Hätte ich mir jetzt gerne irgendeine Erklärung gewünscht, wie man da auch wirklich logisch rangehen kann. Und ob man das irgendwie auf einen Blick sehen kann. Oder ob man das wirklich einfach durchprobieren muss. Ja, ich glaube, das ist der Weg, den ich auch eingezeichnet hatte gerade eben. Also ich habe da, glaube ich, wirklich keinen Fehler gemacht. Das ist halt auch wirklich alles sehr, 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 sehr fies. Weil halt auch teilweise wirklich mehrere von den Wegen da übereinander lappen. Und das dann alles da einzuzeichnen, war auch sehr schwer. Also das hatte es wirklich in sich, das Rätsel, finde ich. Puh. Gute Arbeit, kleiner Mann. Ich wusste, du bist ein ganz schlauer. Du erinnerst mich an meinen Sohn. Er ist ein kleiner Besserwisser, aber im Grunde ein guter Junge. Er war immer ganz eifrig im Lösen meiner Rätsel. Ach, könnte ich ihn wenigstens noch einmal sehen. Oh. Okay, wir haben jetzt echt relativ viel über den erfahren, finde ich. Wo er so gearbeitet hat bisher schon, über seinen vielleicht verstorbenen Sohn, oder vielleicht ist er auch weggezogen oder so, keine Ahnung. Sagt er noch irgendwas Besonderes? Ich wäre so gern wieder zu Hause. Ich will meine Familie wiedersehen. Ich glaube, der wird noch häufiger vorkommen, habe ich das Gefühl. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Hey, wir sind wohl genau richtig. Hier ist schon die Themse. Tatsächlich. Ihr Anblick ist überwältigend wie eh und je. Tja, die Zeit ändert eben nicht alles. Manche Dinge. Hey, sehen Sie nur. Der war vorher noch nicht da. Ja, also hast du ihn auch bemerkt. Das ist der größte Leuchtturm, den ich je gesehen habe. Und der wäre mir früher ganz sicher aufgefallen. Er scheint mir brandneu zu sein. Man muss ihn erst vor kurzem erbaut haben. Okay. Und hallo du. Sieht irgendwie wie ein reicher Schnösel aus. Erstmal am Schnurrbart ziehen. dort geht es wohl zum Flussufer. So, kann ich eigentlich irgendwo hinlaufen? Nein, kann ich nicht. Alles klar. Diese Gegend wirkt alles andere als futuristisch. Das stimmt, ja. Alles noch sehr natürlich gehalten hier. Das ist richtig. Das ist eine Hinweismünze. Sehr gut. Kommt sogar beim Leuchtturm vielleicht auch ein Rätsel oder so? Schauen wir kurz. Nee, da ist nichts, okay. Aber eine Hinweismünze dafür. Ganz im Hintergrund. So. Und es würde noch vielleicht eine Hinweismünze fehlen, aber wenn ich die nicht finde, ist mir auch wieder mal egal. Ja, ich will dann lieber noch mit dir reden. Graham. Einen wunderschönen guten Tag, ihr zwei Hübschen. Ist die Aussicht von hier oben nicht herrlich? Ja, das ist sie allemal. Ich finde sie schlicht atemberaubend. Psst, Professor, schauen Sie sich diesen Mann doch an. Ob der nicht auch zu den Gangstern gehört? Glaube ich weniger. Denke ich mal. Nur so, nur nicht so frech, junger Mann. Wenn du mir etwas zu sagen hast, sag es mir ins Gesicht. Und vor allem habe ich nichts mit diesen schäbig gekleideten Rüpeln am Hut. Siehst du diesen Zwirn, Junge? Diesen Schnitt? Der Anzug ist ein Original, maßgefertigt in Italien. Tut mir schrecklich leid, mein Herr. Ich wollte sie nicht mit solchem Gesindel vergleichen. Nun, wer so offen zu seinem Irren steht, dem sei verziehen. Aber um alle Zweifel zu beseitigen, will ich mich rasch in aller Form vorstellen.
Vor euch steht Londons feinster, fidelster und freimütigster Freigeist. Graham ist mein Name. Ich würde euch ja bitten, ihn nicht zu vergessen, aber das ist unnötig. Mich vergisst keiner so leicht. Aha, feinster, freimütigster... nein, halt, der Rest ist mir schon wieder entfallen. Aber ihren Namen vergesse ich bestimmt nicht, versprochen. Das war's? Das ist auch ein komisches Gespräch. Graham heiße ich. Wenn jemand nach dem feinsten Gentleman Londons fragt, dann schick ihn zu mir. Eher zu Professor Layton, würde ich sagen, als zu dir. Aber na gut. Wir gehen gleich mal weiter. Okay. Wow, und zwar hier an der Brücke. Ja, ich will mal vielleicht die auch noch kurz angucken. So, Moment. Ja, hier. Aber wer wird denn seinen Apfel einfach in den Fluss werfen? Ja, das sollte man nicht tun, das ist richtig. Wieso würde man bloß einen Leuchtturm in der Flussmitte bauen? So, und da ist eine Hinweismünze. Sehr gut. Und da ist noch eine. Und dann gleich werde ich auch mit dem Typen da oben noch reden. Der dann vielleicht noch ein schönes Abschlussrätsel für den Part noch haben wird. Mal gucken. Ich finde hier nämlich erstmal nichts mehr. Doch im Wasser ist auch noch was. Aha, nämlich da ist noch ein Rätsel. Okay, werde ich erst im nächsten Part mit dem Typen reden. Heute muss unser Glückstag sein. Wir sind auf ein verborgenes Rätsel gestoßen. Okay, cool. Nämlich Rätsel 152, Konserventürme 1 für 30 Pikarat. Okay, wieder ein Fortsetzungsrätsel. Mhm. Drei Sorten Konserven wurden willkürlich aufeinander gestapelt. Du musst sie nun so umordnen, dass drei einheitliche Türme entstehen. Jeder Turm soll aus maximal 6 Dosen bestehen. Bewegst du eine Konserve, auf der weitere Dosen stehen, so werden praktischerweise alle in einem Zug umgestapelt. Viel zu einfach, sagst du? Dann pass auf. Die Stapelei muss in höchstens 6 Zügen erledigt sein. Okay. Nochmal. Drei Sorten Konserven wurden willkürlich aufeinander gestapelt. Ich muss sie so umordnen, dass die Türme einheitlich sind. Maximal 6 Dosen. Wenn ich eine bewege, dann bewege ich auch alle anderen, oder wie? Also, ich kann die schon auch einzeln bewegen, aber eben auch so auf einmal. Ja, okay. Habe ich denn noch hier einen weiteren Platz eigentlich? Ne, habe ich sogar nicht mehr. Okay, ich habe nur diese drei Plätze hier. Und die Türme dürfen niemals höher als 6 sein. Okay. Das glaube ich auch nicht so einfach. Weil die auch wirklich komplett durcheinander stehen. Okay, also ich sollte erstmal gucken, dass ich Gleiches auf Gleiches stelle. Also hier so zum Beispiel. Habe ich jetzt nämlich schon diese beiden mal übereinander. Dann jetzt vielleicht hier so. Und da muss ich halt jetzt so irgendwie das Ganze angehen. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Aber ich könnte jetzt... Ja, ich weiß nicht, ob das von der Zuganzahl noch funktioniert. Hier sowas machen und dann so. Und nee, es geht nicht mehr. aber jetzt kann ich dann halt die oberen woanders hinstellen. Okay, also ich bräuchte 7 Züge. Weil ich könnte jetzt eben den rüber machen und den rüber und dann auch die beiden hier drauf. Und dann hätte ich's. Aber das ist leider ein Zug zu viel. Okay, aber so ungefähr muss es irgendwie gehen in der Art. Okay, ja, ich habe schon verstanden. So, was könnten wir jetzt anders machen als gerade eben? Wenn ich zum Beispiel so anfange, ist es dann klüger? Ist jetzt die Frage. Das weiß ich nicht. Und dann so. Es ist immer noch alles sehr durcheinander irgendwie und gefällt mir nicht so wirklich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich da wirklich für einen guten Plan irgendwie entwickeln kann. Das ist nämlich alles irgendwie scheiße, was ich hier mache. so und so. Ja, ist auch wieder ein Zug zu viel. Das sind auch wieder 7 Züge. Also 7 Züge ist einfach, aber das in 6 Zügen hinzukriegen, das ist, da ist die Schwierigkeit. Ich denke auch mal, dass 6 Züge die minimale Anzahl sind und das weniger gar nicht geht. Aber wie kann ich jetzt das noch besser machen? Wenn ich sowas noch zum Beispiel mache, das habe ich noch gar nicht gemacht, so einen Zug. Ist das denn besser? Ja, ich glaube, das ist besser. Weil ich nämlich jetzt schon den rechten komplettiert habe. Ich hab's nämlich. Yay, das war cool. Ja, das sieht vielversprechend aus. So gefällt mir das. Okay, schön. Stapelhaft. Jetzt ist alles ordentlich. Bestens. Aber das wird noch später zurückkehren in schwerer. Ja, ich habe jetzt da auch schon ein bisschen dafür gebraucht. Mal gucken, wie dann die anderen Varianten so laufen werden. So viel dazu. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir ansonsten hier alles andere gefunden. So, aus der Nähe sieht der Fluss alles andere als sauber aus.
Gut, aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier für diesen Part von Let's Play Professor Layton und die verlorene Zukunft? Beim nächsten Mal geht es dann immer noch auf dem Weg nach Chinatown weiter. Ich dachte nicht, dass der Weg dann doch so lange sein würde. Aber ich würde mal schon vermuten, dass wir dann im nächsten Part dann endlich mal ankommen, da wir jetzt ja schon 2, 3 Parts oder sowas, glaube ich, nur auf dem Weg nach Chinatown sind. Aber irgendwann werden wir schon auch mal ankommen. Ich hoffe es zumindest. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.